Hallo zusammen. So, die 22 kann sich ja nur hier verstecken. Zack, einmal professionell abgeschnitten. Und da wären wir schon. Jo, ein Mikrobeam. Hier ist gerade eben irgendwas mein Stuhl löst sich auf. Interessant, interessant. Ein Microwing, genau. Lässt sich ja anhand der Packungsgröße schon erkennen. So. Und wir haben, ist es verkehrt rum, eingepackt. So, okay, eine Hawker Tempest, ja, so, sieht schon mal nicht schlecht aus, zack, ja, so, dann schauen wir doch mal. Ja, wie denn jetzt? So. Da ist aber extra langer Tesafilmstreifen dran. Yay. Ja, wie immer zuerst mit dem, wo ist es? Hä? Ich hab das doch eben. Hä? Ich bin doof oder was? Wo ist die Cockpit-Abdeckung? Die ist doch eben. Hä? Die hatte ich doch eben gesehen noch. Wo ist die Cockpit-Abdeckung bloß? Ne? Wo könnte sie sich verstecken? Sieht man das? Ja, immer wieder was Neues. Ja, das brauche ich euch nicht zu sagen. Hier sind gar keine Details vorhanden. Das ist einfach nur eine glatte Oberfläche. Der übliche Ständer. Ja, nicht besonders schön, aber auch nicht besonders schlecht. Hier hinten ist es etwas schöner gestaltet. Wir haben jede Menge Bewaffnung, ganze 4 Raketen auf jeder Seite. Ja, schön, schön, schön. Was das hier ist, keine Ahnung. Propeller ausnahmsweise mal einigermaßen vernünftig. Fahrwerk auch nichts Besonderes. Ja. Gucken wir doch mal, ob wir die Decals finden. Papiermüll. Da haben wir die Decals. Einmal Decals. Sauber gedruckt. Und wieder alles schön ordnen. Ein kurzer Blick in die Bauanleitung. Wieder nur 5 kurze Bauschritte. Das ist wohl das Raketeneinkleben, das aufwendigste. Definitiv. Ja. Ja, und der Lackierungsvorschlag, das Ganze gemischt in, was ist denn das, dunkelgrün und blaugrau, ja, blaugrau ist zwar auch blau, aber mit dem Grau dann doch nicht so mein Favorit, ehrlich gesagt,
Die Raketen sind am aufwendigsten zum Lackieren, denke ich immer. Oder was heißt am aufwendigsten? Naja, also man kann was Schönes draus machen. Gut. Dann war es das schon wieder von mir. Für heute, morgen, Tor 23. Ihr seid wie immer mit dabei. Einen schönen Tag noch, euer Zampi. Tschüss.